der Sternengreifer des Jahres 2014, eine Auszeichnung des Regionalverbandes Nordviertel, hat es auch heuer wieder gezeigt. Besondere Menschen haben lange Arme. Nur so ist es zu erklären, dass sie nach den Sternen greifen können. Ich darf Sie im Namen des Regionalverbandes Niederösterreich-West ganz herzlich zur heutigen Sternengreiferverleihung 2014 begrüßen. Mein Name ist Christian Meister. Ich freue mich, dass ich auch heuer wieder mit dabei sein darf, denn es ist schon eine besondere Veranstaltung. Eine Veranstaltung mit einem ganz, ganz großartigen Grundgedanken. Es gab eine sehr einfache Formulierung damals, die hat gelautet, ein Liter Most sollte 12 Schilling kosten. Diese Zielsetzung hat viele Organisationen letztlich gestartet und es hat gelautet vom Bund, vom Land, von den Gemeinden und von der EU, von der Europäischen Union, müssen wir schauen, dass es Gelder gibt. Und das war der Startschuss für eine regionale Entwicklung, die sich sehen lassen kann. Frau Landesrat, die Politik greift ja auch gerne nach den Sternen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Sie mit Stolz erfüllt, wenn es Menschen gibt, die mehr tun, als sie eigentlich tun müssten. Von dem lebt eigentlich auch unsere Gesellschaft, denn es gibt so viele, die sich engagieren für unterschiedlichste Themen, für ihre Heimat, wo wir es heute hier gesehen haben. Und das ist das Schöne, das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, vor allem auch noch ehrenamtlich zum Teil. Und sonst könnten wir eigentlich uns gar nicht so toll entwickeln. Und das macht sehr, sehr stolz, dass es hier im Mostviertel, aber auch in ganz Niederösterreich solche tollen Persönlichkeiten gibt. Ich bitte nun zu uns auf die Bühne den Gewinner des Sternengreifers 2014 in der Kategorie Daseinsvorsorge, Michael Gerschein. Heute was Interessantes gesagt, manchmal ist eine vierte Wand dazwischen. Was ist das? Naja, die vierte Wand, das ist ein Begriff aus der Theaterwissenschaft, die befindet sich zwischen Bühne und Publikum und die gilt es allabendlich zu durchbrechen. Man muss sich das Publikum holen, dass die Menschen auch wirklich dabei sind. Und da sage ich, das klingt im Blindenmarkt ganz besonders, dass dieser berühmte Theaterfunke, dieser Theaterzauber allabendlich überspringt. Der Wassergaster ist als eine der ältesten Stationen von der Welt, die Forschung betreibt im Seen, in Flüssen. Sie haben zwar heute in Ihrer Rede angemerkt, dass wir eigentlich in einem gelobten Land leben, hier im Mostviertel, was das Wasser betrifft, aber haben trotzdem eindringlich gewarnt, dass man auf das auch gut aufpassen sollte. Das ist richtig. Wir haben vom Himmel sehr viel Wasser, wie wir heute gesehen haben. Ja. Wir bekommen sehr viel Wasser. Wir können, wenn wir den Lunzer See heute auslassen würden, könnten wir die ganzen Grazerinnen und Grazer würden alle 80 Jahre alt werden, jeden Tag mit 2 Liter Wasser versorgen. Zwei Sternengreifer auf einmal. Was ist eigentlich euer schönster Moment gewesen in dieser Arbeit des Tourismus im Mostviertel? Am beeindruckendsten ist dann, wenn man spürt, wie die Gäste die Region schätzen zu lernen. Wir forcieren natürlich die regionalen Produkte ganz, ganz stark. Uns ist es wichtig, dass der zu uns zu Besuch kommt, wissen muss, dass er im Mostviertel war. Und das geht nur über die Birne, über den Most und über den hervorragenden Schafkäse. Abt Bertolt Heigl, Altamt des Stiftes Seidenstetten, wurde 1946 in Usitz geboren, als jüngstes von insgesamt 5 Kindern. Wenn Sie Ihr Wirken so Revue passieren lassen, was war Ihr schönstes Moment in den vielen Jahren, die Sie in Seidenstetten wirken durften? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es hat sehr viele schöne, ergreifende Momente gegeben. Ich denke da
an den Startschuss oder auch an den Abschluss der Stiftsrenovierung, wenn so ein Werk irgendwo gelungen ist, die Eröffnung unseres Hofgartens, aber tausende tägliche Ereignisse, Begegnungen in der Schule, in der Seelsorge. Es ist schwierig, da etwas herauszugreifen.